die jetzt alle noch mit Munition. Erstmal noch zwei Magazine. Das sollte für ein, zwei Angriffe reichen. Und danach kann ich ja von Hand nachfüllen. So, alle. Hier mache ich mal ein Provisorium hin. So. Und dann kommt hier schon mal was. Wollte ich noch was machen hier oben? Nee, ich glaube nicht. So, runter. Ich habe jetzt schon die Sachen dabei, um eine Basis anzugreifen, theoretisch. Allerdings fehlen mir jetzt die Türme und die Gatling-Munition, um die Königin einmal zu knacken. Weil das kriege ich ja noch nicht so wirklich gut hin. Ah, es fühlt sich ganz schön schnell hier. Mach mal noch mehr Kisten. Damit wir wirklich das halbe Ding leergelutscht bekommen. Irgendwas ballert, ist okay. So, und davon brauche ich welche. Wieder einen größeren Angriff an. Naja, war es nicht, okay. So, machen wir den Damage. Gut. So, nächster Schritt. Gatling-Munition holen. Türme. Na komm, die drei Stück brauche ich kurz selber. Gatling-Munition holen und dann unten die Illyrium-Mine aufstellen. Damit ich bei der Forschung auch ein bisschen weiterkomme. So, und hier darf einmal komplett abgerissen werden. Und dann neu gebaut werden. Zip. Zip. So. Habt ihr da auch was zu tun? Gut. Fische sind okay. Achso, ich sollte einmal... Wow. Erstes Ding ist leer. Ich sollte einmal hier die Sache auffüllen, bevor ich lostappe. Und die Munition darf ich auch nicht vergessen. Ich laufe jetzt gerade in die falsche Richtung. Gut, erstmal Essen und Trinken holen. Hier. Gut. Munition. Da ist die Munition. Hat ja auch wieder eine andere Stelle bekommen, oder? Nee, hier war früher die Mauer. Das ist schon da geblieben, wo es ist. Das Ganze im Osten ist halt nur neu. Da habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. So. Okay. Jetzt runter. Da hingehen. Und die Lyra-Mine aufstellen. Und sich da ein bisschen rumtreiben. In der Hoffnung, dass das so schnell abgebaut wird, dass es passt. Lauf. Tor? Nö, dann bauen Tor. Zip, zip. Oh Gott. Okay, ich greife doch noch nicht an. Ich habe vollkommen falsch eingeschätzt, wie das hier unten aussieht. Das bitte setzen. Hier unten kommt noch keine Munition an, weil die links alle weggefressen werden. Richtig, richtig. Also ich sollte eigentlich die Munition jetzt hier auf eine Kiste schmeißen. Und die Kiste aus Fließband und dann das Ganze so machen. Ja. Okay. Du, da, Munition. Leg das da drauf. Nochmal zwei Kisten da draußen, splitte das. So. Dann wird das hoffentlich schneller gefüllt. Die Roboterarmee ist da oben noch beschäftigt. Brauchen Mauern. Brauchen die hier unten auch. Zeit für ein bisschen Handarbeiter. So. Das nehme ich mal kurz weg und mache damit den Rest weg. Dass wenigstens komplett eine Mauer drumherum ist, sonst laufen die einfach durch. An den Türmen dran vorbei. Sind dann außerhalb der Schussreichweite der Türme. Und dann können sie fröhlich unsere Basis zerlegen. Das
ist jetzt nicht so gute Idee. Warum? Achso, ist okay. So. Blub. Okay, Munition kommt. Ein Flächenangriff oben ist nicht so schön, aber in Ordnung. Eisen ist weiter auf dem Vormarsch, Kupfer nicht wirklich. Ich hole mir neue Muni. Gebe neue Muni. Da. Warum? Das müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe irgendwas vermurkst, was die Munition angeht. So. Play Inventory ist voll. So, Munition geht runter, geht runter. Runter, 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 runter. Geht hier aus, Fließband. Oh, da hinten. Ach so. Ja. Das ist dann natürlich doof. Sniper-Munition war links oder rechts? Sniper-Munition war rechts. Okay, das heißt, ich habe einfach nur das hier vergessen. Gut, jetzt werden die auch wieder alle versorgt. Also fast alle. Die Türme links hiervon in der inneren Verteidigung werden nicht versorgt. Aber das ist dann halt so. Die innere Verteidigung ist ja auch wirklich nur ein Backup, falls da wirklich ein größerer Durchbruch ist. Das heißt, es läuft jetzt einmal komplett rum, geht dann wieder unten rum und sollte dann unten helfen, die Türme auch alle zu bestücken. Okay. Hier wurde nicht ganz so viel gesetzt und die Blueprints verkommen schon wieder. Und ich brauche auch hier zwischendurch immer wieder Gates. Am besten eine gerade Anzahl an Gates, wegen, ne, brauchen wir zwei. In unserem Fall hier. So. Und jetzt komme ich hoffentlich dazu, das Illyrium zu klauen. Das da irgendwo war. Fast genau südlich. Ich muss nur aufpassen mit der Basis, die da relativ nah dran ist. Aber ich glaube, das sind nur Reste von einer Basis, die ich schon mal angegriffen hatte. Ja, und kleine Außenposten sollte ich auch irgendwo wieder aufstellen. Wegen Königin und so, falls ich doch die Basis antick. Ist das da ein grüner Punkt oder ist das ein Pixelfehler auf meinem Monitor? Ich glaube, das ist ein grüner Punkt. Hier liegen noch Eier rum. Oh, das ist nicht gut. Die... Das bringt Essen? Ja. Gut. Ich wollte... Kann ich hier drüben sitzen? Ne, muss jetzt mir die ganzen Eier wegmachen. So. Kann ich jetzt die Türme setzen? Nee, warum nicht? Oh oh. Error running the event handler hat Curio Control Lure. Call when Lure Entity was invalid. Hat das jetzt was mit den Türmen setzen zu tun? Gucken wir, ob das Spiel jetzt crasht. Yep, tut es. Okay. Autosave war, als ich gerade das da gesetzt habe. Das heißt, ich gehe jetzt nicht runter und kümmere mich nicht um das Illyrium und die Türme und hoffe, dass die Fehlermeldung dann in 5 Minuten nicht wieder auftaucht. Das klingt soweit ganz okay. Das heißt, ich nutze jetzt die Zeit stattdessen dafür, hier noch ein Ärmchen hinzusetzen. Oh, und blaue Ärmchen zu bauen. Um das dann hier alle schnell zu versorgen. So. Achso, kein Strom, weil keine Pfosten. Pfosten. So, was fehlt denn alles noch? 52 Mauern, ja. Aber warum wurden die Türme nicht gesetzt? Du. Andersrum. So. Und so. So. Das ist weiter in Arbeit. Okay. Flamme für Muni lasse ich jetzt im Inventar, weil ich will ja eigentlich da unten mich ein bisschen umgucken. Ich sollte mir...
Also es gab auch schon den Vorschlag in den Kommentaren, dass ich die innere Verteidigung abreißen soll, um Ressourcen zu sparen. Allerdings denke ich mir, dass das später ein Problem darstellen könnte, weil ich muss eh regelmäßig Türme verteilen, sonst sind die Flächendeckenangriffe ein Problem. Also kann ich die auch gleich stehen lassen. Sieht zwar nicht so schön aus, aber für einen Moment ist es okay so. Und in der Form... Also Eisenressourcenprobleme haben wir nicht, das einzige ist halt Kupfer. Ich sollte die Anlage... Need more working radars. Ach Gott, schon wieder. Baum. Ich sollte die Anlage hier unten aufbauen fürs Kupfer. Also gespiegelt quasi von dem hier die Dinger hinbauen und dann das nach oben wegleiten. Weil das hier ist echt Murks. Oh. Was? Du bist leer? Du bist leer. So, das eine Feld mit den 406 lasse ich jetzt mal. Wow, kommt alles doch schneller als gedacht. Ich hätte gerne Schmelzöfen. Ich hätte gerne die Radarschüsseln gesetzt, sonst werde ich durchgehend genervt mit der Fehlermeldung. So. Schmelzöfen sind angefordert. Habe ich, glaube ich, noch ein paar im System. Komm, mit Zahnrädern, nee. Sonst könnte ich auch ein paar selber bauen. Und ich kann ja die Links auch abreißen, um das Ganze noch zu verstärken. Gut. Also, es sieht ähnlich aus wie drüben. Da und da jeweils die Dinger. Wir haben unten Fließband, oben Fließband. Arbeiten wieder mit roten Ärmchen. Ich setze das Ganze erstmal mit gelb. Also innen kommt dann... Ja, innen kommt dann das Erz. Und außen dann die... die Platten. So. Kommt hier irgendwo ein Splitter hin. Da kommt ein Splitter hin. Da geht es dann nach oben. Bau Splitter. So. Achso, vor müssten noch die Grinder kommen. Ja, hier unten wäre Platz für Grinder. Ist das drin? Okay. 11 Türme schießen, ja. Also ja, die Grinder kommen. Wird das hier überhaupt benutzt? Nee, die Fließbänder werden gar nicht benutzt. Das kann weg. Hoffe ich zumindest. So, du kannst auch weg. So, gib mir... Das hier alles. Kupfer kommt kurz zum Stillstehen. So. Bam, bam, bam. Bam, bam. So. Dann kommen außenrum die Fließbänder für das Metall selbst. Das geht dann hier hoch. Dahin. Jeder bekommt mindestens einen Rauslick. Splatter. Mindestens einen Rauslickarm. Hier fehlt einmal Strom. Raus, raus. Geht auch sehr schön auf. Gut. Rein, rein. Blau fehlt. Baumist. Schnapp dir hier Eisen. Ist noch was drin? Jo, gib her. Bau da da. So, die Grinder. Es wird jetzt komisch aussehen. Keine Frage. Ist auch nicht alles fix. Aber ich hoffe, es geht jetzt so auf, wie ich mir es gerade vorstelle. Ich pack die Grinder jetzt. Oh nein, das war nicht gut. Der sollte schön da bleiben. Der hatte nichts mit dem Kupfer zu tun. Das ist nur für die Sicherheit hier. Shift rechts, Shift links. So, jetzt aber. Du gehst mal hier lang und tust es da rein. Hier kommen jetzt die Flakes an.
So.